Der April geht nun auch langsam dem Ende zu und das heißt, es wird Zeit für meine Kinovorschau, dieses Mal für Mai 2015. Und das heißt, ich zeige euch für die kommenden Kinostart-Donnerstage die Filme, die ich mir angucken würde, werde zu jedem Film ein, zwei Sätze sagen und zu jedem Film das Plakat hier einblenden. Und wenn ihr mehr als nur die besagten ein, zwei Sätze zu einem Streifen hören wollt, könnt ihr gerne aufs Plakat klicken, denn zu gut zwei Drittel aller Filme gibt es entweder schon Trailer-Checks oder sogar die Review und da erfahrt ihr ein bisschen mehr über diese Streifen. Lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir an, der erste Kinostart-Donnerstag im Mai ist der 7. Mai, da gibt es sechs nicht ganz uninteressante Filme. Als erstes würde ich mir ansehen, der Knastcoach Get Hard im Original mit Will Ferrell, mit Kevin Hart. Will Ferrell spielt einen Immobilienmogul bzw. einen sehr reichen Mann, der ihm aber auf die Schliche gekommen wird, weil er illegale Machenschaften laufen hat. Deswegen muss er ins Gefängnis. Aber um im Gefängnis einigermaßen vorbereitet zu sein, will er unbedingt eine Art Knastcoach haben und lernt Kevin Hart kennen, der aber einfach nur, weil er schwarz ist, ja schon mal im Gefängnis gesessen haben muss, was aber nie war. Und damit kommt ein komischer Coach zutage, die irgendwie versuchen, sich gegenseitig bzw. den einen aufs Gefängnis vorzubereiten. Das Ganze verpackt in eine Komödie, dürfte sehr spezieller Humor werden, weil Will Ferrell-Filme immer sehr speziell sind, aber ich mag den Mann, deswegen meine Nummer 1 und der Film sollte ursprünglich schon im April starten, ist jetzt aber auf den 7. Mai verschoben worden, also nicht wundern, hier also quasi ein Update, was das Datum angeht. Dann als zweites das Versprechen eines Lebens, Regiedebüt von Russell Crowe, ein Mann, der während des Ersten Weltkrieges oder nach einer großen Schlacht im Ersten Weltkrieg, bei dem viele australische Soldaten in der Türkei ums Leben gekommen sind, aber so auch auf der Gegenseite, ein Mann seine drei Söhne verloren hat, eine Frau später verlieren würden, sich auf der Suche macht nach deren jetzt endlich Leichnamen, um diese noch nach Hause zu bringen und zu beerdigen. Und dabei entsteht eine Reise von einem Mann, der einen letzten Willen, Wunsch und auch Hoffnung hat, mit einem schönen Ambiente, mit einem sehr orientalischen Look, wo man sich fast nicht vorstellen kann, dass Russell Crowe in diese Richtung inszeniert. Und ich muss sagen, ich war überrascht, vor allem von einem Regiedebüt, das Versprechen eines Lebens, meine Nummer 2. Als drittes, der Babadook, Horrorfilm, eine Mutter und ihr Kind, ja, die aufgelauert werden. Zunächst das Kind irgendwelche Traumvorstellungen hat, aber ein Wesen anscheinend realistischer wird. Der Babadook sieht dabei im Trailer teilweise ein bisschen cheesy aus, hat aber so viele Vorschusslorbeeren, dass ich glaube, das könnte ein kleiner Überraschungshit-Horrorfilm werden. Deswegen meine Nummer 3, der Babadook. Als viertes, Hedi Schneider steckt fest. Die Geschichte einer Frau, die eigentlich ganz glücklich sein könnte, aber es kommt zu dem einen oder anderen Dilemma und darüber hinaus ist sie einfach mit dem Leben sehr unzufrieden, fast schon depressiv und sie versucht, den wahren Sinn herauszufinden. Deutsche Produktion, die auf der Berlinale lief und vor allem ein Film, der soll zumindest einiges auf dem Kasten haben. Deswegen meine Nummer 4 und ich bin interessiert. Und der Witz ist, Fun Fact, ich spiele sogar in 2 oder 3 Szenen mit. Dann auf Nummer 5, Captain Säbelzahn und der Schatz von Lama Rama. Rausgesucht, weil es eben für die Kinder ist, ein Abenteuerfilm und eine große Schatzsuche im Reich von Lama Rama. Aber auch die Geschichte eines Jungen, der eigentlich nur seinen Vater finden will. Und wer die Kleine an die Hand nehmen will oder in den Kinosaal möchte, dann kann man sich Captain Säbelzahn und der Schatz von Lama Rama ansehen. Und als sechstes würde ich mir ansehen, beziehungsweise habe es getan und würde jedem davon abraten, Hot Tub Time Machine 2. Eine grausige, unlustige, langweilige, dumme, zähe, zu lang gewordene Fortsetzung vom ersten Teil. Kein Wunder, dass John Cusack nicht mehr mit an Bord ist. Ich würde mich nochmal ansehen, meine Nummer 6, ab dem 7. Mai. So, eine Woche später haben wir wirklich nicht uninteressante Filme ab dem 14. Mai. Als erstes Mad Max Fury Road. Ich freue mich wahnsinnig drauf auf diesen neuen Auftakt zu einer Trilogie mit wieder die Geschichte rund um Mad Max und beziehungsweise eben mit Tom Hardy, auch einem richtig geilen Charakter-Meme, aber auch physisch starken Schauspieler. Und ich fand bisher alle Trailer fasziniert, musikalisch untermalt, geilste Action, brutal, geile Masken, absolute Endzeit-Szenarien auf einer Optik von dem Jahr 2015, wo ich sagen muss, ich bin richtig interessiert und George Miller, immer ein definitiv interessanter Regisseur, soll am Ende bedeuten, meine Nummer 1 ab dem 14. Mai, als zweites Pitch Perfect 2 von Elizabeth Banks selbst, die ja auch bei den Tribute von Panem Teil mitspielt und jetzt auch im zweiten Teil mitspielt von Pitch Perfect, auch im ersten, selbst Regie führt und einmal geht es mehr um die Barbenbellas, die unterwegs sind und diesmal bei der Weltmeisterschaft des A Cappella. Ich habe den Film schon vor einiger Zeit sehen dürfen und ich aufgrund eines Embargos kann ich mich inhaltlich noch nicht äußern, aber ich muss ganz ehrlich sagen, während Hot Tub Time Machine ein Beispiel dafür ist, dass Fortsetzungen schlechter sind, ist Pitch Perfect ein Beispiel dafür, dass sie noch besser sein können und ich mochte den ersten Teil. Also kann man sich darauf freuen, meine Nummer 2 ab dem 14. Mai. Und als drittes, der erste Teil von Ostwind ist in Deutschland wahnsinnig gut gelaufen, auch so ein Kinderfilm oder sagen wir mal Jugendlichenfilm, die Geschichte eines Mädchens, die ihr Pferd Ostwind über alles liebt. Und im zweiten Teil geht es einmal mehr um Ostwind, auch ihre Leidenschaft zu ihrem Pferd, eine Liebe, die entsteht und auch einen Wettbewerb, um einen gemeinsamen Hof zu retten und damit eben Ostwind 2 ab dem 14. Mai in den deutschen Kinos. Fans vom ersten Teil werden sicherlich Spaß haben beim zweiten. So, eine Woche später dann, ab dem 21. Mai, und ich hasse es schon wieder durch, um euch nicht ganz so viel Zeit zu klauen, gibt es 5 nicht uninteressante Filme. Als erstes The World Beyond, dem Original Tomorrowland von Brad Bird, inszeniert mit George Clooney unter anderem die Geschichte eines Mädchens, die mit einer
besonderen Gegenstand entdeckt, dass sie in eine Welt abtauchen kann, in der eigentlich alles gut und glücklich ist. Dabei lernt sie einen Wissenschaftler kennen, der diese Welt noch in einem besseren Zustand kennenlernt, die inzwischen dominiert wird von einem großen Bösen. Und die Trailer zu World Beyond verraten nicht viel über die Geschichte, aber dass es sehr fantastisch und fantasy-lastig aussieht. Und deswegen habe ich Bock drauf. Und George Clooney hat auch mal eine gute Wahl, was seine Rollen angeht. Deswegen A World Beyond, mein Platz 1, seit dem 21. Mai, ein Disney-Streifen. Und als zweites würde ich mir ansehen, Die Augen des Engels mit Kate Beckinsale, mit Daniel Brühl, eine europäische Co-Produktion, die Geschichte eines Mordes, der aufgearbeitet werden soll. Einem Mann, der als Journalist daran arbeitet und eine Frau kennenlernt, die gleichzeitig diesen Prozess betreut hat und dann nach und nach feststellt, dass irgendwas nicht stimmt und andere anscheinend diesen Mord tatsächlich begangen haben, der zwischen Teenagern bzw. Studenten stattgefunden hat. Und erinnert so ein bisschen an den Engel mit den Eisaugen, diesen wahren Fall, ich glaube aus dem Jahr 2006 oder 2009, bin nicht ganz sicher, der sich ereignet hat. Und deswegen fand ich den Trailer nicht uninteressant, sieht nach einem guten Thriller aus. Dann als drittes würde ich mir ansehen, Abschussfahrt, wieder ein Film, der so ein bisschen Richtung Teenies, die gerne auf Hangover machen, Party, diesmal im Ausland, ich glaube in Tschechien, und dabei einfach eine richtig dicke Sause machen, das Ganze sehr sexlastig sein wird und irgendwo in die Nische versucht reinzustechen, wo Filme wie Türkisch für Anfänger, Fakir Goethe als erfolgreiche Beispiele, aber auch andere wie Doktorspiele stattfinden. Und genau dort wird man Abschussfahrt wiederfinden, eben viele, die während der Schule einfach mal richtig über die Stränge schlagen. Aber sind wir ehrlich, der ein oder andere, der mal jünger war oder in dem Alter sei, kennt das vielleicht auch so ein bisschen, wenn die Hormone verrückt spielen. Und deswegen Abschussfahrt eher für die jüngere Zielgruppe, meine Nummer 3 ab dem 21. Mai. Auf den vierten Platz würde ich mir ansehen, Dora oder die sexuellen Neurosen unserer Eltern. Die Geschichte eines Mädchens, die geistig behindert ist, aber trotzdem sexuelle Gelüste verspürt. Und wie das alles ethisch zu vereinbaren ist, was passiert, wenn man das der freien Lauf lässt, diesen Gefühlen, und wenn die Eltern sie nicht mehr unter Kontrolle haben oder sie gar verschwindet. Sehr spezielles Thema, eher für Cineasten gedacht, aber interessanter Trailer, meine Nummer 4. Und als fünftes, Mädchen im Eis, sehr skurriler Trailer einer Frau, die nach Russland will, um ihre alte Liebe wiederzufinden, dabei aber feststellen muss, dass diese inzwischen verheiratet ist und Kinder hat und gleichzeitig die Bekanntschaft eines Oligarchen macht, der eine ganz eigene Vision hat und Filmemacher ist über die Zukunft Russlands. Das Ganze sieht sehr eisig aus, sieht ein bisschen andersartig aus, bin vom Trailer nicht wirklich überzeugt, aber mal gucken, was das werden kann. Deswegen meine Nummer 5 auf dem 21. Mai. Und dann kommen wir zum letzten Kinostart Donnerstag, dem 28. Mai. Da gibt es auch nochmal 5 Filme. Als erstes Kiss the Cook, so schmeckt das Leben, von Jon Favreau, mit Jon Favreau. Unter anderem auch Leute wie Scarlett Johansson mit dabei oder Robert Downey Jr., weil Jon Favreau hat auch in diesem Marvel-Film sehr integriert, weil gibt es eben die richtigen Connections. Und die Geschichte eines Mannes, der als sein Beruf oder in seinem Beruf als Koch sich nicht ausleben kann, sein eigenes Ding aufbaut und dabei einfach sehr viele besondere Dinge kreiert. Und wenn man sich den Trailer ansieht, ist es einfach so ein typischer Food-Porn-Film, wo es um Leidenschaft und Essen geht und Spaß daran. Sind wir ehrlich, Essen ist eine geile Sache. Ich habe nicht umsonst ein paar Kilos mehr drauf und Kiss the Cook, so schmeckt das Leben. Der Trailer sieht fein aus, deswegen meine Nummer 1. Ich liebe Filme dieser Art. Als zweites San Andreas, Dwayne Johnson, wieder zurück als Hauptrolle in einem Film. Er spielt einen Piloten, der versucht, seine Familie irgendwie zu retten während einem Endzeit-Szenario, in dem der San Andreas-Kram quer durch Kalifornien aufreißt. Und das kann aber auch für die ganze Welt Folgen bedeuten. Also Endzeitfilm, Dwayne Johnson mittendrin als Held, der versucht, seine Familie zusammenzuhalten und wieder zurückzukehren, wobei diese eigentlich recht zerrüttet ist. Sehr viel Action dürfte das also werden. Ich vermute mal nicht, dass der Tiefgang wirklich vorhanden ist. Meine Nummer 2 für San Andreas. Als drittes Poltergeist mit Sam Rockwell. Und Sam Rockwell ist ein saucooler Schauspieler. Wenn der für den Horrorfilm sein, wird er wahrscheinlich einiges drauf haben. Der Trailer sieht schon irgendwie nicht unspannend aus, aber ich glaube, der kann einiges. Und wenn er ein bisschen mehr Richtung Psychothriller als nur Horror geht, könnte es eine coole Nummer werden, so eine Art Neuauflage von Poltergeist, meiner Nummer 3. Als viertes Lost River, Ryan Gosling selbst führt Regie in einem Film, dessen Trailer irgendwie schwer wieder zuzuordnen ist. Es geht um eine Frau und ich glaube, es geht um ihre Tochter und es geht vor allem um eine Welt, in der alles recht trostlos ist. Ein Versuch, nochmal irgendwie daraus hinauszubrechen. Und dabei entsteht aber auch fast wie so eine Art Fantasy-Welt, wenn man sich den Trailer ansieht. Schwer zu verklickern, worum es eigentlich geht. Aber weil Ryan Gosling Regie führt, bin ich interessiert, meine Nummer 4. Und als fünftes Tracers, Taylor Lautner wieder zurück, also Team Jacob. Aber nicht als Werwolf wie in Twilight, zeigt er hier einmal mehr, dass er zumindest sich entwickelt. Der Film ist nicht so schlecht wie Atemlos oder wie beispielsweise Kindsköpfe. Und die Geschichte eines Fahrradkurriers in New York, der Bekanntschaft mit Parkouristen macht, selber Parkour dann anfängt zu lernen und dabei auf Roboter-Raubzügen geht, die aber irgendwann zu gefährlich sind. Und das endet dann in so einer Art Action-Thriller, der in vielen Momenten okay gemacht ist, verliert sich zu sehr an diesen Parkour-Kunststücken, der sich das gerne
ansieht, kann sich Traces ansehen. Als Film im Kern taugt er leider nicht so viel, deswegen meine Nummer 5 auf dem 28. Mai. Und damit bin ich durch in meiner Kinovorschau und kann nur sagen, worauf freut ihr euch denn am meisten und welcher Film findet ihr da am spannendsten, beziehungsweise werdet ihr euch auf jeden Fall ansehen. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ganz am Ende lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr die Kinovorschau mögt oder lasst es bleiben, wenn nicht. Ansonsten, das wisst ihr, gibt es noch ein paar Links um mich rum und morgen um 15 Uhr natürlich spätestens ein neues Video. Und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.